Auf der LA Auto Show feiert die S-Klasse unter den SUV der Mercedes GLS Premiere. Der geliftete GL heißt nun GLS und macht klar, dass er aus der Familie der S-Klasse stammt. Äußerlich ändert sich nicht viel, neu sind breite Streben im Kühlergrill und rundere Lufteinlässe. Der Heckstoßfänger zeigt den typischen Mercedes-Doppelauspuff mit Chromspange. Wer es sportlich mag, der bestellt die AMG-Linie Exterieur. Das Interieur des GLS hat Mercedes ordentlich modernisiert. Das Infotainment-System unterstützt jetzt Apple-Produkte dank Apple CarPlay. Zudem neu sind das 3-Speichen-Lenkrad und die überarbeitete Mittelkonsole mit Touchpad. Der Käufer kann zwischen 3 Benzinern und einem Diesel wählen. Die 3 Benziner kommen serienmäßig mit 9-Stufen-Automatik. 258 PS leistet der GLS 350D und hat ein maximales Drehmoment von 620 Newtonmeter. Doch Luxus und Größe haben ihren Preis. Wer einen GLS in der Garage haben möchte, muss mindestens 74.791 Euro überweisen. Der Mercedes AMG GLS 63 kostet mit 135.065 Euro nochmal gut 5.000 Euro mehr als ein Porsche Cayenne. Bestellbar ist der GLS ab sofort. Im März 2016 werden dann die ersten Modelle ausgeliefert.